Wie in der letzten Military-Folge angekündigt, werden wir heute in der Base ein bisschen weitergehen. Und unser Military-Training, Freunde, ist natürlich noch nicht zu Ende. Also, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, ich verlinke euch die gerne hier oben. Mal guckt die zuerst und dann guckt diese hier, Freunde. Ich würde sagen, ich quatsch gar nicht mehr so lange. Haut noch auf den Like und auf den Abo-Button und jetzt viel Spaß. Okay, Freunde, er sagt hier auch, los, runter jetzt ins Loch. Okay, na dann machen wir das doch mal. Also, erstmal runter hier und yo, guckt euch einfach mal das hier an. Einfach so eine Kajüte irgendwie, ne? Hier so ein kleines, ja, so ein Hangar-mäßig, der irgendwie vollläuft mit Wasser oder so. Keine Ahnung. Okay, das wäre die goldene Rüstung, Freunde. Die brauchen wir jetzt nicht zwingend. Hier rein ist ein Pfeil gewesen. Okay, laufen wir mal hier weiter. Und sag mal, das wird ja mal ganz schön dunkel. Ich kann ja gar nichts mehr erkennen hier. So, hier rumlaufen, hier rum, da rum. Ja, und wieder raus hier. Sehr schön. Also, ihr seht es schon. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Das wird langsam immer schwerer, ja. Also, wir haben jetzt sogar schon Laser am Start. Am Anfang war es nur so ein bisschen über Baumstämme springen und so. Aber hier, Freunde, hier sind jetzt sogar schon die Laser am Start. So, haben wir Checkpoint. Geht noch weiter, okay. Naja, aber das ist ja easy. Guck mal, können wir einfach easy durch... Oh Gott. Oh Gott. Das hätte ich noch geschafft, glaube ich. Aber jetzt lieber so, Freunde. Lieber so. Checkpoint. Lieber ein auf Nummer sicher gehen. Don't jump. Oh Gott, wir dürfen hier nicht springen, weil sonst, ihr seht das, werden wir hier wie so ein Käsestück, wie so ein Schweizer Käsestück durchgeschnitten, ne? Von dem ganzen Netz. Werden wir zersiebt, werden wir. So, wir gehen hier mal weiter ins Slow-Mo. Sag mal, das dauert ja ewig, ey. Also jetzt mal ein bisschen hacken, das da vorne. Also, lauf los jetzt hier. Freunde, gleich sind wir am Start, holen uns den Checkpoint und dann geht's auch schon weiter. So. Okay, was haben wir hier? Es geht hier hoch. Alright, easy, ne? Dann, oh, es geht wieder raus. Ja, cool. Du hast es raus aus der Base geschafft, aber hier ist noch mehr. Sag mal, ist das hier schon irgendwie, sag mal, ist das hier irgendwie schon so ein Kriegsfeld oder was? Also so ein Schlachtfeld oder sowas, ne? Hier über die Panzer rüber, Checkpoint. Panzer dürfen natürlich bei einer Army Base oder Military Base nicht fehlen, Freunde. Hey, ich will hier nichts kaufen. So, hier wieder die Reifen. Habe ich ja auch gesagt, dass ich sowas schon mal in Real Life gemacht habe und da auf jeden Fall komplett ripped war, Freunde. Hier in die Reifen rein, sehr schön, Checkpoint, nehmen wir mit. Oh Gott, wir sollen jetzt hier den Helikopter hochklettern? Oh, halt den bitte ruhig, bitte steuert jetzt nicht irgendwo hin. Okay, haben wir, hier wieder runter, jo, haben wir, sehr schön, Landeplatz und nochmal den Helikopter hoch. Zieh dich hoch! Also das, also ich sag euch ganz ehrlich, wer das in Real Life schafft, ja, mal easy so einen Helikopter hochzuhangeln, Freunde, also mein Respekt. Ihr kennt das vielleicht aus der Schule, wenn man da irgendwie so Seile hochklettern muss in der Turnhalle. Also wirklich mein Respekt, wer sich daran so lange halten kann und sich da hochziehen kann. Hier erstmal über die Bretter rüber, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr so jemand seid, der es schafft. Weil ich muss sagen, früher habe ich sowas auch geschafft, aber mittlerweile, Freunde, mittlerweile schaffe ich sowas, glaube ich, nicht mehr. Hier sind auf jeden Fall wieder einiges an Army-Fahrzeugen, von denen wollen wir auch nicht überrollt werden, deswegen würde ich sagen, wir drücken schon aufs Gas hier, bevor die sich wieder umdrehen. Ja, 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 alles gut haben wir und Checkpoint am Start, wir gehen direkt weiter und nein, haben gerade den Aufzug verpasst, schade. Und guck mal, hier können wir sogar eine Atombombe kaufen, was kostet das denn? 650 Robux? Also die sind doch nicht ganz dicht da irgendwie, 650 Robux für eine Atombombe, Freunde, also die macht die hier die ganze Map kaputt oder wieso? So, was haben wir denn hier? Wie funktioniert denn das jetzt hier? Ach, okay, da fährt die nächste Plattform runter. So, rauf hier. Jo, kannst wieder hochfahren. Alles gut. Oh, da oben ist noch jemand. Kröte 581. Liebe Grüße gehen raus. So, okay, so. Ey, Kröte! Hättest du mal warten können auf mich hier. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir warten hier kurz auf die Plattform, bis sie weiterkommt. Und rauf hier. Okay, jetzt geht es ein bisschen um Timing, ne? Sehe ich da oben gerade. Da fahren also immer so Wände raus. Ja, das heißt, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Oh Gott, das war knapp. Oh Gott, okay, war wieder knapp. Aber jetzt vorbei, haben wir es geschafft. Sehr schön, dann hier die Wippen. Oh Gott, Freunde. Und schnell runter hier. Checkpoint. Jo, haben wir geschafft. Sehr schön. Hier wieder, was ist das denn? Vorbei. Eben habe ich die aus Versehen ganz leicht berührt, ne? Wir warten wieder, bis es runtergefahren ist. Ja, jetzt können wir hier wieder, oh Gott, vorbeispringen. Nein, ich war so weit. Mensch. Nochmal. Also so, so. Nein, oh Gott, Freunde, jetzt habe ich hier, ey. Jetzt bin ich raus. Nochmal. Ich will hier nichts kaufen. So, so, so haben wir. Nein, der blöde Stacheldrahtzaun. Also wenn es jetzt nichts wird, dann sind wir echt RIP. So, also erstmal hier rüber. Okay, jetzt chillen wir einfach mal ein bisschen, würde ich sagen, auf ganz entspannte Kiste. Oh Gott. Also das Gefährlichste ist echt der Stacheldrahtzaun, ne? Weil der hält einen echt auf da. So, hier nehmen wir auch nochmal mit. Dann machen wir das hier schön Step by Step. Oh Gott, das war wieder knapp da, ne? Hier, oh Gott, das ist auch wieder knapp hier davor, wie ich davor stehe. Ja, nehmen wir mit, Freunde. Da ist auch schon die letzten Sprünge, sind das hier schon. So. Oh nein! Ach, komm schon!
Ein Ende ist in Sicht. Und ja, oh Gott, endlich geschafft. Checkpoint am Start, Freunde. Wir gehen hier weiter. Was ist das hier so? So Netze, ne? Hier, yo. Hier, okay, haben wir. Das nehmen wir nochmal mit hier, Freunde. Sehr schön. Oh, Checkpoint am Start. Was ist das denn hier? Okay, die Schiebewände, die da müssen wir mal schnell durch hier, würde ich sagen. Dann hier, laufen wir mal hier lang. Jo, 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 alles gut, alles gut. Hier, das braucht halt seine Zeit, oder? Schaffen wir es jetzt auch hier vorbei? Okay, wir dürfen die Wände nicht berühren. Ja, wir laufen durch. Schaffe ich das noch? Oh Gott, ja! Geschafft. Alles gut. Oh Gott. Also das ist auch nichts für Leute, die Platzangst haben, ne? Sag ich ganz ehrlich. Und raus hier. Oh Gott, das war clean, Freunde. Sehr schön. Dann hier die Leitern hoch. Oh Gott, nein. Also nochmal die Leitern hoch hier. Jo, so. So, und dann hier ganz hoch, Freunde. Also auch Höhenangst. Ist hier auf jeden Fall ein Fehler am Platz. Dann hier wieder aufs Netz drauf. Und ja, sehr schön. Das sieht auch gut aus. Und in einem Schwung. Da bin ich einfach direkt auf den Treibsand gesprungen. Och, nö. Ja. Okay, wieder an der Wand dran, Freunde. Sehr gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder dran. So, und jo, haben wir mal mit hier. So, alles klar. Und diesmal nichts falsch machen. So, Checkpoint wieder am Start. Es geht weiter. Was ist denn das hier? Freunde, das sieht mir sehr einfach aus, muss ich gestehen. So, hier rüber, hier rüber, hier rüber, hier rüber, hier rüber, hier rüber. Oh Gott. Okay, hier sagt er, nur einer dieser drei Wege kann der richtige sein. Dann ist es vielleicht der in der Mitte. Ja? Hä? Oh Gott, der fällt zusammen. Oh nein, schnell, 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 schnell. Oh Gott. Ihr seht das da. Ist hinter mir zusammengefallen. Und hier auch wieder die drehende Arbeit. Wie springe ich denn hier am besten? Ich glaube, hier springe ich am besten hier lang. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder ich lasse es halt einfach. Okay. Hier drauf. Schnell nochmal, schnell nochmal, schnell nochmal. Jetzt hier, jetzt hier. Okay, also hier drauf. Sehr schön. Dann geht's weiter. Und zwar auf den hier. Okay, ich check's langsam. Man muss Step by Step muss man hier rauf. So, jetzt auf den hier. Oh Gott, aber dass man auch nicht mitfährt mäßig, ne? Jetzt hier drauf wieder. Sehr schön. Also es dauert zwar länger, aber wir schaffen es, Freunde. Alles gut. So, jetzt hier drauf. Wir wollen hier auf jeden Fall nicht in diesen Untergrund fallen. Ja, jetzt hier drauf wieder. So, mitlaufen, gar kein Problem. Hier drauf. Ja, nehmen wir mal mit hier. Sehr schön. Und nicht mehr viele. Noch drei Stück hier. Den gehen wir wieder hier drauf. Also, das ist nicht so schwer, muss ich sagen. Aber man muss auch ein bisschen mitdenken, ja. Das finde ich ja ganz cool. Okay, so. Und der letzte nehmen wir auch noch mit hier. So. Und Sprung! Ja, haben wir. Checkpoint. Sehr schön. Was ist das? Das kann doch nicht einfach nur irgendwie so eine komische orange Plattform sein, oder? Nein! Oh Gott, das ist so ein Labyrinth, oder was? Oh Gott, da musst du anscheinend... Ich glaube, du musst am besten die ganze Zeit springen, ne? Du musst Glück haben, dass du nicht auf eine... Oh Gott! Auf eine Plattform trittst. Take cover, er sagt schnell in Deckung. Der Bunker? Okay, jetzt geht's hier anscheinend in den Bunker rein. Okay, können wir sowas auch nochmal von innen sehen. Ziemlich cool. Hier erstmal, wo muss ich denn jetzt hier hin? Das ist doch falsch, das ist doch eine Sackgasse. Ich glaube, bestimmt hier lang, oder? Ja, das sieht wieder weiter aus hier. Mal gucken. Ne, auch eine Sackgasse, oder was? Dann wieder raus hier, sag mal. Dann ist es wirklich der letzte Weg hier. Der hier, der müsste es ja dann rein theoretisch sein, ne? Ja, der ist es auch. Sehr schön. Gehen wir hier noch ein weiter. So, und... Komm, 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 komm. Alles gut. Oh, ja, alles gut. Okay, die Wände dürfen wir auf jeden Fall nicht berühren, glaube ich. Weil sonst war es das. Wir müssen ja wieder von vorne anfangen. So, jetzt sind wir hier. Wo geht's jetzt weiter? Ich glaube hier, ne? Ja. Fährt auch schon hoch. Freunde, das ist nur geraten, dass ich denke, dass es hier weitergeht. Aber ich glaube... Ich glaube, hier geht's weiter. Da sehe ich doch schon Licht, oder? Habe ich da gerade Licht gesehen? Ja. Ich glaube, ich sehe da Licht. Alles gut. Ich glaube, wir sind hier auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. So, und raus hier. Sehr schön. Okay, erstmal nochmal den Checkpoint mitnehmen. Und was ist jetzt hier los? Ah, okay, lol. Hier fällt das wieder zusammen. Guck mal, wie das knapp das hinter mir runterfällt, ne? Lauf, Jimmy, lauf! Okay, haben wir geschafft und gewonnen, sagt er. Sehr schön. Okay, hier können wir sogar noch unser Speed beschleunigen. Hier unsere Sprungkraft. Und da gibt es einen richtig coolen Pfad. Cool. Guck mal, warte mal, können wir hier auch noch mit dem Auto rumfahren? Nee, mit dem Auto können wir leider nicht rumfahren. Und können wir hier sehen, welcher Platz wir sind? Nee, können wir leider auch nicht. Oh, schade, Freunde. Das hätte ich gerne gesehen. Wir haben es nicht mehr aufs Leaderboard geschafft. Aber dafür holen wir uns hier mal Speed und... Yo! Yo! Das ist ja übel easy dann hiermit. Und jetzt haben wir sogar noch so einen Pfad hinter uns. Guck mal. Ich bin... Mutiert! Ich bin ein mutierter Soldat!
Sehr cool. Ich würde auf jeden Fall sagen, Freunde, das soll es mal wieder mit der heutigen Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Military-Folgen sehen wollt, dann haut gerne auf den Like und auf den Abo. Schreibt mir gerne was Nettes in die Kommentare, Freunde. Tut mir einen Gefallen, checkt jetzt noch eins von den anderen beiden Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, stillgestanden!